Neben den Hohlwegen und den Sandgruben im Aachener Wald aus dem Mittelalter bis zur frühen Neuzeit sowie den Schützengräben und ehemaligen Bunkeranlagen aus dem Zweiten Weltkrieg gibt es noch eine weitere Art von anthropogenen Formen hier oben im Aachener Wald. Wir sind hier auf dem Klausberg, das ist in der Nähe vom Steinekipp, das war der höchste Punkt des Aachener Raumes. Und hier sehen wir eine kreisrunde Form, 7,5 Meter im Durchmesser, bestehend aus einem bedeckten Steinwall. Und das ist ein Hügelgrab. Ein Hügelgrab aus der älteren bis mittleren Bronzezeit, ungefähr 1800 bis 100 vor Christus. Und auch das, wie gesagt, ist eine geomorphologische Form, entstanden durch den Menschen und sie hat bis heute überdauert. Ausgegraben worden ist sie übrigens vor knapp 100 Jahren.